Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. So wie es aussieht, dürfen wir uns in der kommenden Woche auf ein kostenloses Remastered-Update für Transom World 4 freuen. Dies kündigt der Entwickler Dovetail Games in ihrem hauseigenen Forum an. Bei diesem Remastered-Update geht es um die britische Strecke West Somerset Railway. Diese Strecke ist eine der ältesten Transom World Strecken. Ursprünglich erschien sie im Mai 2018 als DLC für das damalige Transom World. Danach konnte die Strecke auch ohne Probleme in die Folgespiele TSW 2, TSW 3 und TSW 4 übernommen werden, sofern sie bereits im Besitz war. Sie kann auch heute noch zu einem Preis von 22,99 € gekauft werden. Nun wurde bereits in der Dezember Roadmap von Transom World 4, das ist übrigens immer noch die aktuelle Roadmap, das nächste Update der Roadmap soll wohl erst am 13. Februar kommen, wurde angekündigt, dass diese Strecke ein gewaltiges Update bekommt, ein sogenanntes Remastered Update oder auch einfach Upgrade genannt. Dabei wird die Strecke die neuen TSW 4 Features bekommen, dazu zählen die Wettereffekte und die neue Beleuchtung. Teilweise soll die Strecke aber doch weitläufiger und noch weiter angepasst werden. So beispielsweise soll zum Beispiel das Gleisnetz erweitert werden. In welchem Umfang, das ist nicht ganz dem Artikel zu entnehmen, ob es hier nur kleinere Korrekturen und Anpassungen sind oder ob die Strecke zum Beispiel im Süden durchaus bis in die nächste große Stadt Taunton erweitert wird. Da spricht aber dafür dagegen, dass beispielsweise die Shuttlefahrten mit diesem Fahrzeug nur zwischen Fitzwarren und Bishops möglich sein sollen. Aber da müssen wir uns überraschen lassen. Die Strecke bekommt also die TSW 4 Features, es soll auch einen neuen Fahrplanmodus geben und es sollen wesentlich mehr Fahrzeuge zu sehen sein. Beispielsweise wird das Thema Dampflokbetrieb auf der Strecke ein gewaltiges Thema sein und dafür wird die Strecke auch angepasst. So soll es dann funktionierende Wasserkräne und außerdem auch die Möglichkeit geben, dass die Dampflokomotiven auch Kohle und Wasser fassen können entlang der Strecke. Das heißt, diese entsprechenden Einrichtungen dafür werden an der Strecke platziert und sie werden dann auch funktionieren. Und die Strecke erschien ja ursprünglich 2018, damals dabei die Diesellokomotiven Class 47 und Class 09. Als weitere DLCs erschienen dann hierfür die Dieselloks Class 33 und Class 52. Außerdem gehören zur Strecke auch die MK1 Personenwagen in der Chocolate Cream und Crimson Cream Lackierung. Aber es sind dank weiterer DLCs auch andere Wagen hier fahrbar. Ja, und die Strecke wird, wie gesagt, eine komplette zweite Fahrplanebene bekommen. Die erste Fahrplanebene an der Strecke, die wird angepasst werden. Das ist ja die Fahrplanebene, die sich mit den Fahrzeugen der Strecke beschäftigt, also die Class 47 und Class 09, außerdem auch der beiden DLC-Fahrzeuge. Und dann soll es, wie gesagt, eine komplette neue Fahrplanebene geben. Und da geht es dann, da dreht sich dann alles um das Thema der Dampfloks. Da wird so ein, man nennt das Galatag nachgebaut, also so ein Aktionstag, wo dort viel Dampfverkehr ist. Und da hat man auch sehr eng mit der Eisenbahngesellschaft West Somerset Railway zusammengearbeitet, sodass der ganze Verkehr fast dem Original entspricht, nur aus Gründen des Gameplays musste der Fahrplan an manchen Stellen angepasst werden. Dampflokomotiven sind allerdings bei diesem DLC nicht enthalten. Um die Dampflokfahrten spielen zu können, da benötigt ihr folgende DLCs. Zum einen braucht ihr, wenn ihr diesen kompletten Dampfloktag spielen wollt, da benötigt ihr zum einen die Fahrzeuge des DLCs Peak Forest Railway. Das ist ein Dampflok-DLC, welches für TSW erhältlich ist und es liefert euch gleich drei Dampflokomotiven, die 4F Fowler sowie die Class 8F und die Jubilee Class. Außerdem wird auch die Flying Scotsman berücksichtigt. Das ist auch ein DLC für TSW 4. Diese Lok ist aber bereits in der TSW 4 Deluxe und Special Edition enthalten. Weiterhin wird auch auf Fahrzeuge der DLCs West Cornwall Local zurückgegriffen und auf das West Cornwall Local Steam Rail Tour DLC. Das ist auch eine angepasste Dampflokomotive. Im KI-Verkehr, unter Voraussetzung, dass diese DLCs natürlich im Besitz sind, wird es noch wesentlich mehr Fahrzeuge geben. So beispielsweise das British Railways Heavy Freight Pack wird zu sehen sein, sowie Darlington Saltburn, die Class 20 Fahrzeuge des Great Western Express, Fahrzeuge von Leeds Manchester, sowie der Railhead, der Rail
Operations Group Lokomotive Class 37-7 der Valley Treatment Train darf hier nicht fehlen. Außerdem Fahrzeuge von Southeastern High Speed und natürlich werden auch die DLC Class 33 und Class 52 berücksichtigt. Diese sind im KI-Verkehr unterwegs, können aber auch von den Spielenden selbst gefahren werden. Also rundum wird hier viel Verkehr auf die Strecke kommen und bei diesem Remastered Update, da wurden nicht nur diese Effekte in das Gleisnetz angepasst, sondern auch teilweise Teile der Ortschaften entlang dieser Strecke komplett neu aufgebaut. Also hier ist sehr, sehr viel Zeit hier hereingeflossen, um das Ganze eben auf TSW 4 Niveau zu bringen. Und ein neuer Effekt, den es auch hier mit dieser Strecke wohl erstmals geben soll, das sind die Gezeiten. Das heißt, Ebbe und Flut wird es auch hier entlang dieses Bristol-Kanals, wo die Strecke hinführte, geben. Die West Somerset Railway, das ist eine Strecke mit einer Länge von 32 Kilometern. Und da ist eben auch die Fahrzeit braucht aber trotzdem über eine Stunde, da auf der Strecke nur sehr geringe Geschwindigkeiten gefahren werden. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit hier liegt bei maximal 25 Meilen pro Stunde. Also, zusammengefasst, es wird ein großes Remastered Update geben für diese eine der ältesten Strecken. Und da wird es mit dem Update einen neuen Fahrplanmodus geben. Prüft bitte, ob ihr hierfür auch die passenden DLCs besitzt, insbesondere wenn ihr hier die Dampflokfahrten entlang der Strecke machen wollt. Und dann wird das Ganze schon, finde ich, eine recht tolle Sache. Ja, und bei dieser Strecke, wie gesagt, das ist eine der ältesten. Aktuell kostet sie auf Steam noch 22,99 €. Die hat also einen etwas, damals schon einen etwas geringeren Preis, weil sie etwas kürzer war als die anderen Strecken und immer noch etwas kürzer ist. Inwiefern das Gleisnetz erweitert wird, das wird sich zeigen. Es wäre natürlich schön, wenn Taunton erreicht werden könnte. Das ist im Süden der nächste größere Bahnhof und der Umsteigepunkt dann zu Zügen der Great Western Railway. Aber das wird sich zeigen. Das ist, wie gesagt, diesem Artikel nicht ganz zu entnehmen, inwiefern die Gleise hier angepasst oder gar erweitert werden sollen. Am kommenden Donnerstag, dem 1. Februar 2024, wird es dann einen ersten Showcase von Dovetail Games geben auf dem YouTube-Kanal von Train Sim World. Und da wird euch dieses große Remastered Update vorgestellt. Ob zu dem Zeitpunkt schon das Update für alle erhältlich ist, ob das zum Beispiel am Donnerstag rauskommt oder sogar ein bisschen früher, das ist auch noch nicht bekannt. Bekannt ist jedenfalls, dass im Forum von Dovetail Games dieses Update für die kommende Woche angekündigt wurde. Und außerdem wird auch erwähnt, dass es eins von zwei Updates werden sollen, welche in den nächsten Wochen rauskommt. Das heißt, es scheint noch ein zweites großes Update zu geben, zu dem es aber aktuell noch keine Informationen gibt. Möglicherweise könnte es sich da um den zweiten Teil des Winter Core Updates handeln, aber das ist reine persönliche Spekulation von mir. Was ist eure Meinung zum Remaster der West Somerset Railway? Diese Strecke soll für alle diejenigen, welche sie bereits im Besitz haben, da soll es dieses große Remastered Update natürlich kostenlos geben. Das heißt, prüft, ob ihr diese Strecke in eurer Liste habt. Wenn ja, dann bekommt ihr in der Woche das kostenlose Update. Diese ganzen DLCs, die ihr für den zweiten Fahrplanmodus braucht, da müsst ihr gucken, ob ihr die im Besitz habt. Wenn nicht, könntet ihr überlegen, euch diese dazuzulegen, um die zweite Fahrplanebene zu spielen. Und das nächste ist, also das Update, wie gesagt, ist kostenlos für alle diejenigen, die die Strecke im Besitz haben. Habt ihr die Strecke noch nicht im Besitz? Wie gesagt, 22,99 € kostet sie auf Steam. Ich weiß nicht, ob der Preis dann angepasst werden wird, wenn das Update veröffentlicht wurde, da gibt es auch keine Information, aber wenn ihr euch für diese schöne Strecke interessiert und da eben jetzt auch endlich die lang ersehnten Dampflokfahrten absolvieren wollt, dann solltet ihr euch über diese Strecke Gedanken machen. Und ja, also, eine der ältesten Strecken bekommt ein gewaltiges Upgrade für Train Sim World 4 und dann natürlich auch die Frage an euch, freut ihr euch auf das Upgrade für die West Somerset Railway und welche älteren Strecken sollten eurer Meinung nach noch ein Upgrade auf TSW 4 bekommen und vielleicht ein Stück erweitert werden? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.